Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Kingdom Hearts. Wir müssen mit Xion gemeinsam auf Mission gehen. Und ich hatte vorher gerade unglaubliche Lags, die davon kamen, dass meine Sicherung gerade ausgeführt wurde auf dieselbe Festplatte, auf die ich auch aufnehme. Und ich wusste nicht, was die Ursache war. Aber dann habe ich es herausgefunden und jetzt bekomme ich ein Allheilmittel von Xion. Nett von dir, Dankeschön. Ich frage mich, welche Mission wir machen sollen. Entweder Tai erledigt die Arbeit von drei oder diese Abmachung hat ein Ende. Agrabah erkunde die Höhle in der Wüste. Twilight Town sammle die Organisationsembleme. Agrabah vernichte die Schattenflecken. Das Schloss des Biestes. Erforsche das Schloss des Biestes. Ich soll die Höhle in der Wüste erkunden. Das machen wir doch. Wir sollen also diesmal eine Höhle untersuchen? Genau, Axel und ich haben sie gefunden. In der Stadt ist ein geheimer Zugang. Wow, wie habt ihr ihn gefunden? Reiner Zufall. Es ist nicht so, dass uns irgendwer dorthin gefolgt wäre oder wir irgendjemand dorthin gefolgt sind. Das ist alles nur eine Illusion. Wir haben jemanden Verdächtigen gesehen. Axel meinte, wir sollten ihn beobachten. Und das hat euch zu der Höhle geführt. Gut von Axel. Also Pro. Und? Bereit, der Sache nachzugehen? Ja, zur Geheimtür geht es da hinunter, komm. Voxes fühlt sich voll cool, weil er den Weg kennt. Erkunde die Wunderhöhle. Ich werde auch nur mehr die Dings, speziellen Missionen machen, die man benötigt, um weiterzukommen. Außer mich fällt gerade, schreit gerade irgendeine an, dass ich unbedingt sie machen will, aber sonst werde ich mich jetzt auf die Story-Mission konzentrieren, damit nicht immer jeden Part nur eine Mission kommt. Wohl, vielleicht wird das trotzdem so sein, je nachdem wie lange die Mission dauern. Aber das Gute ist, dass dann weniger Parts die Nebenmissionen kommen und wir können die Nebenmissionen ja auch am Schluss oder irgendwie alle 10 Missionen so einen Part machen, wo man die Nebenmissionen macht oder so. Na komm. Ah, ich hasse es, wenn man gegen den Hebel schlägt und dann einfach mal nichts passiert. Hey, ein High Potion, das ist ja cool. Wir könnten ja alle paar Parts mal sowas machen, wo wir ein oder zwei Nebenmissionen machen, damit nicht alles am Ende kommt. Damit es ein bisschen so wie die Sidequest sozusagen von manchen Spielen. Oh nein, er hat mich. Aber das bringt ihm nichts. Denn ich bin OP mit meinem komischen Schwert. So, okay. Ich kill jetzt mal diese Dings. Und Xion hat sich um das andere gekümmert. Ich meine, sie kann jetzt wieder ihre Magie einsetzen. Sie hat nämlich kein Schlüsselschwert wieder mal. Leider. Ich würde auch gern wissen, was diese V-Kombo ist, die man machen kann mit dem... Warte, war das die richtige Richtung? Ja, war es. Oh oh, wir haben Gesellschaft. Wieso ist doch nur ein normaler? Herzlose. Ja, nee, ist ja nicht so, dass wir vorher gerade voll viel von denen besiegt hätten. Was willst du unternehmen? Als hätten wir eine Wahl. Räumen wir sie aus dem Weg. Wie die ganzen anderen vorhin. Hallo? Alles klar. Besiege die Herzlosen. Ja, ist ja kein Ding eigentlich. Eigentlich sind die doch total leicht zu besiegen. Ich weiß gar nicht, was sie haben. Und nochmal. Ja.
Oh mein Gott, Abu! Was ist mit ihm? Er ist pixelig. Oh nein, er hat die DS-Krankheit. Wo alle Charaktere pixelig sind. Der Affe. Den habe ich letztes Mal auch gesehen. Hey Roxas, guck mal. Das muss er fallen gelassen haben. Wo hat er sowas her? Was meinst du? Sollen wir es hier lassen? Mach, was du willst, Xion. Ich bin zu cool für sowas. Wenn du es nicht nimmst, wird es jemand anderes mitnehmen. Dann behalte ich's. Vielleicht erleistet es sich nochmal als nützlich. Eine Perle. Passt ja zu, Mädchen. Okay, auf zur Höhle. Genug mit dem Schmuck sammeln. Sie ist Feuer und Flamme vor Leidenschaft. Zünde das Feuer an. Zünde es an. Das Tür, die Tür. Oh. Oh, auf dem Touchscreen wieder ein Flashback von Sora, der durch die Wüste läuft. Ich denke mal, dass man auch in Kingdom Hearts 1 hier war. Ich habe nämlich Kingdom Hearts 1 nicht ganz durchgespielt, sondern nur ein paar Welten oder so. Weil ich dieses Umherfliegen mit dem Gummijet konnte ich nicht ertragen, weil man da immer wieder die Passagen durchfliegen musste, anstatt nur einmal, wie es bei Kingdom Hearts 2 und den anderen dann der Fall war. Na komm. Ab in die Höhle. Warte, ich sammle noch kurz dieses Item ein. High Potion. Das hat sich doch glatt gelohnt. Untersuche verdächtige Stellen. Was sind bitte verdächtige Stellen? Ach nee, das ist eine Erkundungsmission. Fuck. Dieses Ding ist bereits da hinten. Okay, das ist gut. Es wird nicht resettet. Oh Mann. Oha, die Feuerpflanze hat große Power. Aber nicht so viel große Power wie mein Hebemod. So. Da hinten gibt es einige Schatztruhen. Ich meine natürlich damit Krüge. So wie in Zelda. Ich hoffe mal, dass das eine Stelle ist. Yep. Warum ist nur dieser Teil der Mauer eingestürzt? Spürst du das? Ein Luftzug. Auf der anderen Seite muss eine Kammer sein. Aber ich komme nicht durch. Was willst du? Wo könnte es verdächtige Stellen geben? Wenn ich bloß den Wandsprung könnte, dann könnte ich hier super raufkommen. So, vielleicht ist ja bei der Kiste noch was. Nein. Aber das geht schon. Oh Mann, in dem großen Raum zu suchen, das wird erst scheiße. Wo man ständig hoch und runter fahren muss, ihr wisst schon. Dort, wo ich 100-mal runtergefallen bin. Hey, was hältst du davon? Es ist ein Auge. Illuminati confirmed. Sieht so aus, als würde da etwas hineinpassen. Vielleicht. Ach, was für ein Zufall, dass sie den genau da auf der Straße findet. Ist doch super. Der Edelstein ist grün.
Das deutet nochmal auf Illuminati hin. Lex bedeutet ebenfalls Illuminati. Und ja, vielleicht habt ihr es gemerkt, dass ich in letzter Zeit ein paar Illuminati-Confirmed-Videos geschaut habe. Die sind übrigens voll lustig, weil das total unlogisch ist, was die machen. Das gibt's nicht! Er ist gleich eingerastet! Das erklärt dann wohl, wo der Affe ihn her hatte. Der Affe war in der Ruine? Hier kommt er her und hier sollte er dann wohl auch bleiben. Wollen wir uns weiter umsehen? Wir haben hier alles durchkämmt. Was jetzt? Gehen wir tiefer in die Höhle hinein. Okay. Ja, nee, neuer Durchbruch. Super. Was kommt denn jetzt? Oh, es geht weiter. Okay. Und Herzloser. Ja, also die sind kein großes Problem, muss ich sagen. Wie viel Eis und Feuer hat sie nun eigentlich dabei? Xion! Ich meinte Xion. Shit. Ich habe heute die neue Sword Art Online-Folge geschaut, deswegen habe ich die Namen verwechselt. Na, Xion, wie geht's dir so? Na, okay. So, was gibt's denn hier? Eigentlich nichts, oder? Ich habe bisher 0 von 8 Schatztruhen. Ist ja super. Ein Potion. Ein paar scharlachrote Tangos. Und ein komischer Heil. Heil. Herzloser. Genau, ein Großmaul. Ich dachte, das Feuerkampf von dem Tango, aber anscheinend doch nicht. Eis ist irgendwie voll schlecht in dem Spiel, weil es einfach nur total langsam ist. Ich würde Eis nie benutzen. Außer vielleicht, wenn wir unbedingt gegen... Was willst du? Okay. Aber vom Draufstellen hat er nichts gemacht. Wieso? Vor allem, ich muss nicht mal was drücken, damit die diese coole Kombo macht. Wo könnte es verdächtige Stellen geben? Sehen wir uns mal genau um. Ich würde mal sagen, wir müssen auf jeden Fall hier rauf. Weil... Oder vielleicht ist da noch was. Nein, anscheinend nicht. Naja, dann kümmere ich mich mal um die Herzlosen. Habe ich gerade eine coole Attacke gemacht, von der ich nicht wusste, wie sie ging? Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja. Ich weiß immer noch nicht, wie ich diese Attacke mit dem Vorwärtsstoßen gerade gemacht habe. Ich habe gerade irgendeine Vorwärtsstoßattacke gemacht, aber ich weiß nicht wie. Dankeschön. So, wo könnte es hier irgendwas Verdächtiges geben? Ich weiß es wirklich nicht. Xion ist runtergefallen. Haha, Xion. Schon wieder. Ich glaube, ich nenne sie jetzt den ganzen Part so. Einfach weil ich nicht darüber nachdenke. Und sie fällt ständig runter. Aber sie kann sich auch hochteleportieren. Ich glaube, ich sollte mal diesen komischen Cube durchsuchen. Hey, sie ist eingefroren. Yay. Das ist ja cool. Was ist das? Kein Zweifel. Im Zweifel einfach mal draufhauen. Das ist natürlich immer das Beste. Also, es brennt mit Flammen. Ich würde mal sagen, wir müssen davon mehrere aktivieren.
Und Xion hat es sich wieder mal zur Angewohnheit gemacht, runterzufallen. Zum Glück bin ich bisher noch nicht runtergefallen. Das würde mir nämlich sehr gegen die Meinung gehen, gegen das Gemüt gehen, meine ich natürlich. Ah, da gab's mehrere. Wo waren die natürlich alle? Ich glaube, die meisten waren da draußen, oder? So, ich springe. Geh noch vor. Wow. Und springe. Oh. Ein Potion. Ja, genau, überhaupt nichts getroffen. Okay, erstmal um die Feuerpflanze sich kümmern, die sich aber leider um mich gekümmert hat. Und da kommt eine weitere Feuerpflanze. Warum auch immer. Ja, mich interessiert das nicht, dass du eine Feuerpflanze bist. So, ich habe ein Allheilmittel von ihr bekommen, oder? Aber ich kann es nicht ausrüsten, weil, ja, logisch. Benutzen das Potion. Passt doch. Irgendwo hier müsste noch so ein Teil sein. Da unten oder so. Hey, noch einer dieser Blöcke. Ja, würde es helfen, ihn zu zerstören? Zerstören? Man kann ihn nicht zerstören. Den kann man nicht mal draufhauen. Wahrscheinlich muss man erst auf den zweiten draufhauen, weil der hat ja drei Dinger. Komm, sei irgendwo, Nummer 2. Anscheinend bist du nirgends. Das ist schlecht. Was ist das? Aha, hier geht eine Tür auf. Wo zur Höhle ist diese Tür? Ich glaube, das war die Tür, die auf Zeit geht, nicht wahr? Die geht nach einer bestimmten Zeit nämlich wieder zu. Yep, ich wollte gerade sagen, dass sie vermutlich wieder zugeht, aber ich glaube, der andere hatte so einen Einser. Deswegen muss ich mal schauen, ob ich irgendwo den zweiten Block finde. Ich weiß aber beim besten Willen nicht, wo der sein könnte. Ah ja, da kann man sich runterfallen lassen. Das habe ich ganz vergessen. Das meinte ich damit übrigens nicht.